Nun, ich weiß nicht, ob ein Nichtgeweihter den Stab des Boron rufen könnte. Ich bezweifle es stark. Nun. Dann werdet ihr wahrscheinlich scheitern. Aber wenn es soweit ist, dann vielleicht lädt mich Rastasor ja später mal auf einen Kaffee ein. Gut, ich habe jetzt zu tun. Nun gut. Ich blicke mal zur Tür, ob dieses Konstrukt noch dasteht, wo steht. Steht er immer noch. Ach so, ja, Marcello, er hat keinen Dämonen beschworen, also brich ihm die Hand oder so. Was? Das war ein Scherz, oder? Ihr habt echt wirklich komischen Humor. Du Gut, siehst, gut, gute Antwort. wie diese Kreatur einen Schritt, zwei Schritte nach vorne tritt und deine Hand nimmt. Polbera? Ja, ich mache schlechte Scherze, aber lustig ist es doch, oder? Und dann drückt Marcello zu. Bricht jetzt wirklich die Hand, oder? Kannst dir drei Wunden in deine Hand aufschreiben und dann wirst du gehen gelassen. linke Hand oder rechte Hand? Das kannst du dir aussuchen. Ja, ungefähr eine Stunde später kann Abelmir zu den anderen in den Rosskuppeln aufschließen. Seine Kleidung ist verschmiert, Ich grünlich, blutig. glaube, ich würde vorher einen Zauberfaktor wirken und dann in Abstufung jeweils einen Balsam. Möchtest du dich selber heilen oder möchtest du das Isarun tun lassen? Ich würde es vorzugen, mich selber zu heilen, weil ich Aber möchte auch hier ungern, peinlich. dass diese, naja, diese Geschichte herumspricht oder Fragen aufwirft. Ja, würfel den Sappefakta. Du hast drei Wunden in deiner Hand und dementsprechend ist dann auch der Kantus erschwert, wenn du deine eigenen Hände benutzen musst. Kannst du natürlich dann die Erschwernisse nochmal zusammenrechnen für die Also drei. ich würde wahrscheinlich vorher den Balsam und die erstmal die Hände, die linke Hand zu heilen und dann den Zappelfaktor wahrscheinlich schlauer. Wenn du den Balsam schaffst, genau, das ist das Problem. Der Balsam ist erschwert bei Eigenhandlung, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nie Nee, aber aufgeschrieben. wegen Wundheilung. Ja, Ja, aber beschwert genau. auf dich selber um 3, glaube ich. Wie ist Nicht, soweit ich weiß. deine Wundschwelle? Sekunde. Deine Meine Konstitution Wundschwelle ist ist. 13. Hast du Eisern? Na ja, habe ich sogar, ja. Dann ist deine Wundschwelle 7 plus 2 sind 9. Also 9 mal 3. Neun, genau. Beziehungsweise ich muss 9 mal 3 plus 1 machen. Nee, so darfst du nicht rechnen. Du musst ja sozusagen anderthalbfache Konsti und den wird dann einmalig aufrunden, wenn er gerundet werden muss, und dann Richtig, plus richtig. zwei. Richtig, stimmt. Also wie gesagt, du bist Lebenspunkte technisch wirst du irgendwo bei Hälfte Lebenspunkte sein, aber eben wie gesagt, dann mit reduzierter Wundschwelle oder so bist du dann bei, wie gesagt, drei Wunden. Die Lebenspunkte sind gar nicht so sehr wichtig, aber die drei Wunden musst du rauskriegen. Also die erste Und war plus Wunden 12. reduzieren ja manchmal noch Attribute, da muss man nachgucken, ob er entweder die Wunden ignorieren kann zu dem Zeitpunkt oder noch die Auswirkungen der Wunde Das ist mitnimmt oder so. egal. Er drückt einfach mal zu, er wird dann Plus. laut schreien im Keller. Meinetwegen fällt er auch nochmal hin und rutscht dann auf dem Kellerboden auf, aber er kann dann irgendwann wieder Ja, auf aufstehen. den Zauber. Der Zauber könnte sehr schwer sein, Genau, das der meine ich. Zauber. So, Ja. Jalan hat er schon Die rausgesucht. Attribute werden ja gesenkt, das gilt ja auch für Zauber. Drei Armwunden sind eine plus 12. Genau, ich habe mir Zeit lassen, aber hilft das? Klar. Um 4, 10 also noch Minuten. plus 8 nur noch. Dann Denk nicht dran, plus 8. Balsam auf dich selber ist erschwert. Plus um? Sicher Nee, auf der dir das. Balsam auf dich selber ist nicht erschwert. Also noch plus 8 für die dritte Wunde erstmal. Der Zauber hat nämlich selbst und Berührung. Als Reichweite muss deswegen nicht modifiziert werden, der Balsam. Also plus 8 nehme ich jetzt erstmal. Also erstmal grundsätzlich plus 12, plus du musst natürlich gucken, ob die. Jetzt trotzdem geschafft, jetzt plus Sieht 12 doch gut jetzt aus. wieder. Alles klar. Ja, du kannst wie gesagt dann wieder bei den anderen auftauchen. Das ist natürlich unglaublich schmerzhaft. Und wie auch vorher der Faktor, also die gebrochene Hand würde ich vollständig heilen. Also jetzt plus 4, plus 0 halt, wie auch immer. Richtig? Einfach Aber mal würfeln. die zweite Wunde am Arm ist plus 7, erschwert rechts und 4 ist plus 3. Du kannst das alles in einem Rutsch machen. Ich mach's nacheinander, jetzt ist egal. Ja, also 14 Städtchen übrig, also das ist jetzt ja Ja, der nächste und Balsam. der nächste Ball ist plus minus 0 wahrscheinlich so auch Siehst du, geschafft. zack, und jetzt nochmal schnell den Sappefaktor hinterher. Da muss man dann noch nicht groß rechnen, wenn du so viele Sternchen über Ja, hast. genau. Wenn es halt knapp ist, dann können wir nochmal rechnen, aber so nicht. So, So. Zappelfaktor. Ach, glaub ich, Ja, leicht noch sehr vergessen. gut. Viele,
Ja, ich habe die Erleichterung jetzt vergessen, Entschuldigung. Die minus 4. Also ja, plus minus 9. Das hättest du vorher sagen müssen. Gut, nee, dann mag ich es nochmal halt. Erleichterung um minus 4. Wo ist jetzt minus? Da. Ja, was tun die anderen am Tor? Ihr wartet auf Abelmir und er wollte sich wohl eine Stunde ungefähr erkaufen. Jetzt ist es allerdings schon eine Stunde her, also er ist eine Stunde überfällig und ist immer noch nicht aufgetaucht. Vermutlich komme ich gerade aus dem Raya-Tempel zurück und habe Karino abgeholt. Ja, du stehst doch auch schon seit einer Stunde lang. Okay. Ich hätte mir noch mal was zu essen gekauft, auf jeden Fall, damit ich nicht diese Scheiße da fressen muss. Hat er gesagt, dass er noch irgendwo hin will? Oder wisst ihr, wo er ist? Abelmir. Gute Frage. Vielleicht von Frau Prutz nochmal verabschieden? Eine Stunde lang? Oh, meinte, sie hat ihn wieder mit Keksen beladen? Ja, das könnte ich mir schon sehr tränenreich vorstellen. Meinte, wir können Kekse mitnehmen? Naja, du musst ja auch mal überlegen. Alleine bist du ja überhaupt, bis zu Frau Prutz gelaufen ist. Das dauert doch schon über eine halbe Stunde. Das ist ja ein weiter Weg. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange warten wir denn? Und er hat gesagt, eine Stunde, wenn er noch bei Protzen vorbei ist. Ich würde sagen, wir geben ihm noch ein paar Minuten Gläser und ansonsten kommt er mal bei Protzen, so er da rumschleicht. Naja, gut. Also ich denke, wir raten jetzt schon mal los, oder? Denn wenn er wirklich bei ihr war, dann wird er uns ja auf dem Weg entgegenkommen. Und wenn er nicht da ist, können wir ihm mal ein paar Kekse mitnehmen. Wollt ihr nicht auf die Leute hier mal ein bisschen achten? Und dann gib du doch 8 und ich nehme mir, ich komme an die Runde Isarun und wir schauen mal nach ihm. Jo, lasst euch nicht überfallen, ne? Garad ist ein gefährliches Pflaster. Na, wem erzählt ihr das? Ja, bei 60 Minuten Balsam-Zaubern kommt es, glaube ich, auf den Sappefaktor nicht so wirklich an. Kannst du dann also die Zeit zwischen den Zaubern lassen und kommst dann völlig entkräftet. Leer gepumpt mit den astralen Kräften, aber sauber wieder an. Trotzdem sieht man dir die Erschöpfung unglaublich an und du bist sehr käseweiß. Es regnet an deiner Robe herab. Die Reise hat denkbar schlecht angefangen. Aber du bist ausgestattet mit Informationen. Damit wechseln wir auf die andere Karte, das Rabenland der Partien. Also ist er jetzt bei uns angekommen, bevor wir los. Er ist bei euch angekommen und ihr könnt los. Aber mir. Sieht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Habt ihr zwei Straßenkinder gesehen? Nein. Warum sollte ich denn? Ja, es gibt hier Straßenkinder, aber ich habe nicht weit auf sie geachtet. Nun ja, gut. Was habt ihr gemacht? Euch mit dem Erzmagus ein Duell geliefert? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie euch bei Gelegenheit. Wo ist der Erzmagus jetzt? Er wird uns. Wir treffen ihn auf der Straße. Er reist zusammen mit der Reichsregentin bzw. Rohaya und ihrer Spektralität Rakana von Hosen-Rabenmund. Die reist natürlich in einer Kutsche, wie ich das gehört, bzw. er glaubte, er wollte zu Fuß reisen. Ich habe ihn zwar davon abgeraten, aber nun ja, er ist die Spektralität. Was kann ich da schon sagen? Ich dachte, er wäre gar nicht mehr Spektralität. Nun ja, er ist. Nun gut, er ist keine Spektralität, aber ein Erzmagier. Und ich würde ungern einem Erzmagier einen Rat erteilen. Nicht wahr? Guck Isarun an. Ja, das wäre nicht so klug, aber das hat euch ja bisher nicht aufgehalten. Was wollt ihr denn damit sagen? Nichts, nichts. Einfach. Ein sanfter Frühlingstag ist angebrochen und die wärmenden Strahlen der Preierscheibe kitzeln in der Nase. Ja, nachdem ihr dann eure Leute gesammelt habt, werdet ihr natürlich von dem Pereine-Geweihten, Pereine-Fried verabschiedet, der euch noch einmal hinterher winkt und noch weiter für die zurückgebliebenen Tobria kochen wird. Euer fernes Ziel im Norden, Wehrheim. Es fehlen ein bisschen die Vögel, die zwitschern, aber ein paar Kinder, die auf der Straße spielen und kaum etwas lässt auf die Gefahren der Zukunft schließen. Ja, so könnt ihr euren Weg
nach Norden fortsetzen. Die Straße über die, ja, über die Reichsstraße zweigen Wehrheim, die große Magistrale, dort, wo sich nach und nach alle versammeln. Selbstverständlich voll, nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Soldaten, Rittern, Kriegern aus aller Herren Länder. Wie gesagt, aus Almada, aus Aranien, Leute aus Havena sind hier, ein paar Torwaler, ein paar Alanfaner und ein paar Tulamiden. Allesamt brechen sie auf zur letzten Schlacht. Diejenige, die die Schwarzen Lande restlos befreien soll. Die knapp 100 Meilen bis nach Wehrheim könnt ihr also nur langsam mit eurem Zug der Tobria fortsetzen. Aber grob eine Woche werdet ihr brauchen. Vielleicht etwas kürzer. Der erste Teil der Reise führt euch zunächst nach Pulet, eine etwas größere, ein größerer Ort, eine kleinere Stadt mit 900 Einwohnern, ein paar Tempeln von Rondra, Perein und Firun. Vergleichsweise ist auch sicher hier und könnt dann euch in der Stadt ein bisschen umsehen, könnt natürlich verschiedene Leute der Tobria noch kennenlernen. Jalan hat sich dann natürlich dann nochmal seine Schmiede herausgesucht, die da selbstverständlich auch Hufeisen für euch machen können, aber eure Pferde sind natürlich behuft, eure Satteltaschen sind gefüllt und so könnt ihr euch auch noch ein bisschen mit den anderen Leuten unterhalten, wenn dann gewollt. Unterwegs, wenn ihr mal so ein bisschen Freizeit habt oder dann nicht unbedingt mit den Tobriern sprecht, dann wird euch auch Answin erzählen, warum er eigentlich zum Reichsritter befördert worden ist. Er hat nämlich das heilige Artefakt von der Boron-Kirche von Perrenfurten in ein Kloster gebracht. Und zwar die Hand von der heiligen Ethelia. Das war seine heldenhafte Tat. Hat dabei natürlich gegen einige Untote in Schwarztobrien gekämpft. Also war nicht nur unterwegs in Dapazien, sondern natürlich auch in Schwarztobrien. Da dies allerdings eine geheime Mission ist und solche Sachen eben nicht ausgeplaudert werden vor versammelter Mannschaft, wurde da einfach nur gesagt, ein Held von Dapazien. Gut, irgendetwas, was ihr noch dabei habt. Irgendwas Besonderes, was ihr vor eurer Reise habt mitgenommen. Wir fangen einfach mal unten an, Jalan. Außer deinem Pferd. Meine ganze Ausrüstung. Ich habe natürlich die Plattenrüstung mitgenommen. Und meinen Hut. Dein Kapitänshut oder welchen? Ja, natürlich. Wichtig. Wichtig. Mach weiter. Also nicht. Gut. Dann weiter, Rafim. Ich habe mir natürlich erstmal in die eine Satteltasche das beste Essen, was ich kaufe. Also nicht das beste Essen, weil das kann ich mir nicht leisten, aber gutes Essen besorgt. Und in der anderen Satteltasche ist natürlich Alk. Vielleicht, ne, mal ein paar Söldner kennenlernen. Bier also, oder? Schnaps natürlich. Schnaps. Also ich kann ja nicht so viel Bier mitschleppen, das packt das Pferd ja nicht. Mhm. Ja, kannst du dich natürlich mit den Söldnern anfreunden. Die sollen euch wie lange begleiten? Die ganze Zeit oder? Erstmal einen Monat. Erstmal einen Monat. Werden sie euch nicht von der Seite weichen. Immer. Ich habe 50 Kilogramm Nahrung dabei. Das habe ich auf zwei Packsatteltaschen aufgeteilt. Und da noch ein bisschen Platz ist, ist da noch mein Ein-Mann-Zelt mit drin. Und den Rest trage ich sozusagen am Körper, beziehungsweise im Rucksack. Und was da so an spezieller Ausrüstung drin ist. Ich habe einige Heiltränke dabei. Ich habe Pastillen gegen Erschöpfung dabei. Ich habe mein neues Pentagramm-Amulett dabei, was ich um den Hals trage. Einige Schwadenbeutel, ein paar Wundpulver und sogar zwei Zaubertränke für meine Astralmacht. Inklusive natürlich dem Elfenbogen und dem Kurzbogen, den ich immer die ganze Dauer gespannt habe, weil die Sehne niemals reißt. Der Elfenbogen aus der Schwarzen Stadt, richtig? Ja, genau, der von den gefolterten Elfen. Genau, gut. Isarun. Ja, ich habe meine ganz normale Ausrüstung, die man als Pfeil des Lichts eben so hat dabei. Ansonsten noch ein bisschen Proviant. Ein paar Alchemiker und mein geliebter Pfeilblütentee. Für mehr Regeneration? Genau. Hast du dir die Thesen besorgt von Genevieve Yasafa? Also irgendwas Besonderes an Zaubern, die dich da interessieren?
Achso, wurden die uns nicht direkt mitgegeben oder musste man speziell abholen? Also er kann dir die dann zur Verfügung stellen. Er würde dir dann, je nachdem welchen Zauber du da haben möchtest, kann er dir dann da einen speziellen als These mitgeben, die dir bis Lehrmeister 10 dann alles beibringen. Ich muss gerade noch mal gucken, welche Zauber waren das und welche davon willst du haben? Also lernen möchte ich eigentlich fast alle. Wie weit ich dann damit komme, schauen wir mal. Also ein paar kenne ich davon schon. Beherrschung brechen, Beschwörung vereiteln, Bewegung stören. Nee, mit Antimagie tatsächlich nicht. Pentagramma, Psychostabilis, die kann ich schon. Mhm. Mehr oder weniger. Ansonsten Elementar und Djinnenruf, das sind dann nochmal so ein paar Besonderheiten. Der Elementarruf vielleicht nicht, aber der Djinnenruf auf alle Fälle. Ja, der ist dann halt schon ein bisschen exotischer. Den kann ich dann wahrscheinlich in der Weißen Gilde auch gar nicht einfach so lernen. Deswegen wäre das, auch wenn das jetzt überhaupt nicht so mein Gebiet ist, wahrscheinlich einfach aus pragmatischer Sicht das, was ich mir jetzt oder worauf ich mich fokussieren würde. Ah, wenn Fosslarin wüsste, was du hier bei Graumagiern lernst. Ja, ja. Bei Abelmir ist mittlerweile der Drops gelutscht und war es alles egal. Was hat Abelmir mit? Ich hatte mal ein Amulett mit einem Heilbalsam, den ich erbeutet hatte von in Mars Carnival. Ja, das war vom Schiffszauberer und Paligan, richtig? Nee, es war dieser Chimerologe auf dieser Insel. Genau, das war der Bordmagier von Paligan. Genau. Dann hatte ich, glaube ich, noch Alraune und schwarzen Lotus, glaube ich. Oder schwarzen, nicht Lotus, schwarzer sondern Mond. Schwarzer Mond, genau. Was macht der? Hilft die beim Schlaf die Regeneration zu verdoppeln. Von Lebensenergie und ASP. Du Schuft. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall natürlich Nahrung mitnehmen. Also haltbare Nahrung heißt, sprich so Blockwurst, also Hardwurst. Nicht aus dem Selander? Nein. Also wir sind auf im Krieg. Da muss man sich bescheiden. Heiz. Also haltbare und widerschwimmendfähige Lebensmittel wie Zwieback, Hartwurst, Hartkäse etc. sowas. Dazu würde ich noch auf jeden Fall Zelte mit, für mich ein Zelt mitnehmen und einen Schlafsack. Dazu noch mein Konventsgewand und ein Reisegewand. Auf jeden Fall mein Stab als Seil, dass ich mir um die Hüfte binde oder sonst wie am Körper fest hier, damit mein Stab im Notfall auch einsatzbereit ist. Also ich würde meinen Stab jetzt nicht zurücklassen, gerade. Das ist wichtig vielleicht noch. Okay. Und sonst, das Buch übrigens, was mir Polberer vermacht hat, würde ich bei erster Gelegenheit in meinen unbeobachteten Moment den Flammen übergeben, weil das würde ich nicht lesen wollen. So tief bin ich noch nicht gefallen. Ja, das wäre meine Sachen. Gut. Ja, dann könnt ihr vorbei am Alvarans-Tor Kronling, Natzung, Pulit, Kaiserhain und Perz. Überall um euch herum Ritter, Krieger und Söldner, allerdings auch Soldaten. Vor allem Abelmir kann da auffallen. Ja, die Westwinddrachen sind da, die Belhankanese-republikanische Miliz. Westwinddrachen hatte ich eben schon erzählt. Die Horas-Legion ist da mit den Pikinieren. Die leichte Infanterie, die schwere Infanterie, die Blockadebrecher. Korpskameraden sind dabei, also das Horasreich hat sich nicht lumpen lassen. Die Alanfaner Rabengarde wird aufmarschieren, die dann ebenso sehr gediegen und gemächlich mit viel Drogenkonsum als Schlachtreiter dann da auch ganz gemächlich nach Norden reiten werden. Die Fremdenlegion ist da. Schauen wir mal nach, wer noch so dabei ist. Metumiser Schwertschwinger. Ja. Ein paar Torwaler, die ihr erkennen könnt. Ein paar Zwerge. Vor allem bei den Zwergen könnt ihr dann noch schwere Artillerie erkennen, die dann irgendwelche Kanonen ziehen, irgendwelche schwere Rotzen, irgendwelche Hämmer und Sicheln und irgendwie Grabmaterial. Irgendwo auf der Reise, so nach zwei Tagen der Reise, könnt ihr dann auch sehen, dass da wohl der Hochkönig gerade marschiert mit einer schweren Spitzhacke, die er sich dann selber da über die Schulter geworfen hat und hält sich da wohl gerade mit Egner.
könnt ihr natürlich auch ein paar Informationen austauschen, wenn ihr wollt, oder dann auch weiterreiten. Kommt dann natürlich dann noch auf euch an. Schön, euch zu sehen! Ah! Ich mal über den ganzen Zug. Ah, Rafim! Ah, schön! Da seid ihr ja! Wollt ihr nichts verpassen? Ja, natürlich nicht, deswegen sind wir doch hier. Mitreizfett muss eingedampft werden. Wir werden Tunnel bauen, bohren, ein paar Kavernen einziehen. Das gefällt mir, dass die Menschen noch etwas dazugelernt haben in ihren 200 Jahren, die ich jetzt hier rumlaufe. Oft heißt es dann Rondra hier und Praios da und mittlerweile haben die Nandos-Geweihten wohl etwas die Hosen an, wenn ich das richtig verstanden habe. Zwar wird dieser Rondrasil Löwenbrand wieder vor Ort einen Krieg führen, aber er hat mir dann schon viel freie Hand gelassen und wir werden dann wohl vor Ort noch ein paar Informationen kriegen, wo wir dann schanzen sollen. Ich habe gehört, wir werden die Dergel umleiten. Ich hasse zwar das Wasser, aber wenn man die zwergische Handkunst dann anfordert, dann werde ich sie ihm auch gerne geben. Die Dergel umleiten, das klingt ja sehr gut. Ja. Wenn wir sie mitten in die feindliche Masse schicken könnten, na, das wäre perfekt. Ja gut, eure Gräben werden viele Männer retten. Das ist richtig. Schauen wir mal, wie sich die Nandos-geweihten Strategen sich das so einfallen lassen. Aber ich bin da guten Mutes. Wie gesagt, wir werden nicht von einem dummen Rondrianer in die Schlacht geführt. Das ist immer gut. Bei aller Ehre. Rondra hin und so. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich sehe, ihr habt eure Sapeure dabei. Sehen ja kräftig aus, die Jungs. Ja, ich hab ein paar unterwegs verloren. Die wollten mir ja... Die sind nicht stark genug, ne? Wenn dann die Räder irgendwo rausgebrochen sind, weil die Rotzen zu schwer sind. Ja, wir haben uns irgendwie über die ganze Strecke verteilt. Die werden schon ankommen. Ja, diese Zwerge, da gehe ich auch von aus. Die werden schon ankommen. Ich habe hier vor ein paar Tagen habe ich mit ein paar gesprochen, die waren genauso groß wie du. Sahen auch so aus wie du, mit der gleichen Rüstung. Sind wohl schon schon ein bisschen vorgerannt. Ich hab die angehauen, ihr seht ja auch alle gleich aus. Und dann dachte ich so, hey, Rafim, und dann waren das gar kein Rafim. Aber wohl irgendwelche Ordensbrüder von dir, zwei Stück. Ah, meine Brüder sind schon noch hier. Keine Ahnung, ich glaube, die sind bestimmt schon über die Derge. Wer die Scheiße fängt ohne mich an, dann bin ich aber angepisst. Naja. Wenn meine Brüder schon hier sind, haben sie ein Söldnerregiment angeführt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die waren alleine. Naja, zwei von uns sind ja schon ein Söldnerregiment. Hervorragender Witz. Natürlich, natürlich. Hey, ihr müsst lachen, wenn Rafi mal einen Witz macht. Schau die anderen böse an. Wisst ihr, ich bin jetzt Gaugraf. Ömer, komm her. Ömer ist auch Gaugraf. Ach Gott. Ja, Gaugraf sind wir geworden, Euer Majestät. ich meine natürlich Lederchen. Genau, wir sind Gaugrafen und naja, die da vorne auch und ich zeig's ein bisschen abfällig auf Jalan und die anderen. Aber ihr kennt ja, die Wichtigen, die werden immer zuerst ausgezeichnet. Und Ritter bin ich auch. Vielleicht gibt's dann endlich mal vernünftige Ritter. Ja, den Jalan mag ich nicht. Kann ich verstehen. Das ist aber bei allen so. Den Abel, mir mag ich auch nicht. Das kann ich auch verstehen. Naja, was soll's. Gott. Wie gesagt, wenn du meinst, dann kannst du sicherlich auch die Tunnel benutzen, aber die werden nicht so hoch sein, dass du da rumlaufen kannst, vor allem für Zwerge und für kleine Menschen. Naja, wenn ich euch irgendwo durchbrechen sehe, dann wird meine Mannschaft vorstürmen. Das macht euch keine Sorgen. Wenn ihr sie untertunnelt, dann werde ich zu euch vorstoßen. Bin mal gespannt, ob das klappt, der Dergel. Soll wohl ein ziemlich reißender Fluss sein. Ach, das wird schon. Der Zwergenkönig ist hier. Warum sollte das nicht klappen? Ab und zu war ich schon mal in Wehrheim. Ich habe mal einen Witz gehört. Vor kurzem erst. Da war wohl jemand, der wollte mit dem Kanu über den Fluss setzen und ist dann kläglich abgesoffen. Was? Da war ich dabei. Ihr müsst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Da war ich dabei. Ah, erzähl die Geschichte dann nochmal. Ja. Kanus sind das nicht, diese Dinger aus... Ja, das sind diese Holzdinger, die sozusagen ungefähr 2,5 Schritt lang sind und ungefähr so breit wie eure Schultern sind. Und dann setzt man sich da rein, hofft, dass man nicht untergeht. Aber das hat er auch gedacht. Naja, es war ein Kumpel von uns. Wir haben ihn leider in den Schwarzen Landen verloren. Aber bis dahin war er ein guter Freund. Und der Gute meinte dann... dass er sich die zwei Heller, ich glaube, oder sechs Heller, die sie abnehmen wollten, um ihn mit der Kettenfähre rüberzubringen, sparen wollte. Und das Sparen hat dann dazu geführt, dass
Na, am Anfang lief es ganz gut, die ersten paar Meter, und dann hat man gemerkt, dass der Fluss doch ziemlich schnell ist und ja, er ist erstmal abgetrieben und dann untergegangen und am Ende mussten einige Leute, haben einige Fährleute ihn dann rausgezogen, aber leider hat er, naja, sein Kettenhemd und eine ganze Menge Ausrüstung verloren. Hey, was für ein Idiot, hey. Ja. Das kommt davon, wenn man sich ein schönes Kettenhemd holt und für 8 Heller dann verliert, weil man sie nicht bezahlen will an den Fährmann. Ja, Fährleute. Gespart am falschen Punkt, gefahrt am falschen Punkt. Ja, das ist immer gefährlich. Als Gaugreifen reist du jetzt umsonst, ja? Wer denn umsonst überall rübergelassen oder wie? Ja, aktuell dürfen wir sozusagen, glaube ich, nicht belangt werden auf unseren Wegen durch Zölle und Gebühren, aber ja. Also ich würde dem Fährmann trotzdem seine 6-8 Heller in die Hand drücken, weil ich einfach finde, dass der trotzdem einen harten Job hat. Das stimmt. Er arbeitet hart, also soll er auch seine Heller verdienen an mir. Schauen wir mal, ob wir das Ganze untertunneln können. Dann können sie auch irgendwie unter der Derge stehen und da dann ihre Abgaben verlangen. Das wäre eigentlich ganz gut. Na, das müsst ihr dann schon bestimmen, ob das überhaupt untertunnelbar ist bei diesem großen Fluss. Schauen wir mal, sind da nur, ich glaube, 100, 120 Meter oder so. Ja, die Frage ist ja, ob man dann vielleicht so spät zur Schlacht kommt. Ja, das können wir doch nach der Schlacht machen. Das ist natürlich auch ein Projekt für nach der Schlacht möglich. Genau. Wenn wir schon mal hier sind. Richtig, die 1-2 Jahre, die das dauert. Gut. Naja, dann noch viel Spaß auf euren Reisen. Wir gucken mal, dass wir hier vorankommen.